Safari in Kenia. Kenia im östlichen Afrika hat eine beeindruckende Tierwelt, weltberühmte Nationalparks und eine herrliche Landschaft zu bieten. Kein Wunder, dass das Land ein beliebtes Ziel bei Safari-Urlaubern ist. Hier haben Sie die unglaubliche Chance, alle afrikanischen Wildtiere in freier Natur zu entdecken. Das Land ist vor allem für die Sichtung der berühmten Big Five bekannt. Die großen fünf bezeichneten Großwildjäger früher fünf bestimmte Tiere in Afrika, nämlich Löwe, Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn. Diese Tiere waren bei Großwildjagden am schwierigsten und gefährlichsten zu jagen. Kenia hat bereits 1977 die Jagd auf alle Haarwildarten verboten. Wer Elefanten oder Nashörner schießt, dem drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Lediglich die Jagd auf Vögel ist noch erlaubt. Nach dem Jagdverbot nahm der Tourismus in Kenia zu. Sogenannte Fotosafaris ermöglichen es Urlaubern, den Tausenden von Tieren ganz nahe zu sein und diese in ihrem natürlichen Umfeld zu erleben. Das Rift Valley, der große afrikanische Grabenbruch, durchzieht Kenia von Nord bis Süd. Am Grunde des Rift Valley befinden sich, wie an einer Perlenkette aufgereiht, wunderschöne Seen, in deren Umgebung enorm viele Wildtiere und Vogelarten angesiedelt sind. Bei einer Autosafari erlebt man wilde Tiere aus nächster Nähe. Um die Tiere zu beobachten, kann man ebenso an bestimmten Orten geführte Touren zu Fuß in Anspruch nehmen. Am schönsten wird es sicherlich auf der Crescent-Insel. Diese Insel im Naivasha-See ist nur 2 Quadratkilometer groß und befindet sich in Privatbesitz. Sie beherbergt keine Raubtiere. Daher kann man unbekümmert mit den Zebras, Gnus und Giraffen wandern, die an Menschen gewöhnt sind. Man wird zur Insel mit dem Boot gebracht, was an sich ein besonderes Vergnügen gewährt. Die Umgebung des Naivasha-Sees bietet ein außergewöhnliches Spektrum an Tieren und Pflanzen. Das großflächige Areal beheimatet mehr als 300 unterschiedliche Vogelarten. Das Naturschutzgebiet Masai Mara gilt als Kenias tierreichstes Reservat. Zebras, Elefanten, Warzenschweine, Büffel, Löwen lassen sich dort besonders gut beobachten. Allerdings sind die Bestände an Wildtieren seit dem Jagdverbot 1977 um durchschnittlich 68% gesunken. Dieser Rückgang hat sich in den letzten Jahren so verschärft, dass mittlerweile die Bestände einiger Arten bedroht sind. Diese Entwicklung führen die Forscher auf den Klimawandel mit sinkenden Niederschlagsmengen, höheren Temperaturen und häufigeren Dürrenperioden zurück. In Kombination mit dem rapiden Bevölkerungswachstum, wachsenden Siedlungen und einer Ausdehnung des Ackerlandes bringt das die Wildtierbestände immer mehr in Bedrängnis. Da etwa 70% der Wildtiere nicht im Naturpark leben, bestehen die Forscher auf ein Umdenken beim Wildtiermanagement. Damit die Menschen von den Wildtieren profitieren, haben sich kleine, nichtstaatliche Schutzgebiete bewährt. Die Menschen erhalten für den Wildtierschutz in den Gebieten einen finanziellen Ausgleich und profitieren zudem auch vom Tourismus. Wann ist die beste Reisezeit für Kenia? Aufgrund der Lage Kenias am Äquator können Sie mit tropischem Klima und heißem Wetter das ganze Jahr über rechnen. Die Tagestemperaturen kommen im Laufe des Jahres auf 22 bis 27 Grad Celsius, je nachdem, wo im Land Sie sich aufhalten. Die Trockenzeit dauert von Juni bis Oktober. Die beiden Regenzeiten sind normalerweise von April bis Ende Mai und von Ende Oktober bis Dezember. Das Tierreich Kenias kann das ganze Jahr über bestaunt werden. Einer der Höhepunkte ist die große Gnu-Wanderung, bei der jedes Jahr zwischen Mai und Oktober
ca. 2 Millionen Gnus, Zebras und Gazellen bei ihrer Suche nach Nahrung und Wasser vom Serengeti-Nationalpark in Tansania zum Reservat Masai Mara in Kenia und wieder zurückwandern.